In diesem Video spielen die besten Spieler aller Zeiten von Barcelona gegen die besten Spieler aller Zeiten von Real Madrid gegeneinander. Messi, Xavi und Ronaldinho gegen Ronaldo, Zidane und Ronaldo. Und das in einem Best-of-4-Team-Duell. Das bedeutet also einmal ein direktes Duell, eine ganze Ligasaison, ein Elfmeterschießen plus eine Überraschungs-Challenge. Und wer drei Challenges gewinnt, der gewinnt dieses gesamte Team-Duell. Welcome back to Sturbeck und Teamduell All-Time Barcelona gegen All-Time Real Madrid Team. Das wird richtig großes Kino. Bevor wir so richtig ins Video einsteigen, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit all deinen Freunden teilst. Solltest du eine weitere Idee für meinen Kanal haben, dann schreib mir diese jetzt gerne unten in die Kommentare. Das hier ist auf jeden Fall das All-Time Team des FC Barcelonas. Und ja, das ist schon ein richtig fettes Team, denn vorne gibt es den Bombensturm mit Kluivert, Cruyff und Leo Messi. Hier auf der linken Flanke bzw. auf der rechten Flanke Ronaldinho im Zusammenspiel mit Laudrup. Dahinter die besten Tiki-Taka-Spieler überhaupt, Xavi und Iniesta im Zusammenspiel. Und das Abwehrbollwerk besteht aus Guardiola, Koeman und Puyol und im Tor Valdés. Auf der Auswechselbank Bernd Schuster, Suarez, Rivaldo, Eto, Deco, Dani Alves und Stoikov. Alter Verwalter, was für ein Team. Aber ganz ehrlich, das All-Time-Team von Real Madrid, das ist auch wirklich der Ober. Knaller. Vorne gibt es den galaktischen Sturm. R9 Ronaldo mit CR7 Ronaldo und R7 Raúl. Linker Flügelspieler Di Stefano, rechter Flügelspieler Luis Figo. Im Mittelfeld ein Traumpaar, Zinedine Zidane und Luka Modric. In der Abwehr Hierro, Ramos und Roberto Carlos sowie im Tor selbstverständlich Iker Casillas. Und auf der Auswechselbank auch nicht zu vergessen Marcelo, Mikel, Del Bosque, Sanchez, Guti, Gento und Santa Maria. Das wird jetzt richtig großes Kino und die allererste Challenge, die wird sicherlich schon einiges hervortun, wer am Ende dieses Teamduell gewinnen kann. Schauen wir drauf. Damit rein ins Elfmeterschießen, Ronaldo gegen Valdés und der trifft. Koeman und trifft nicht. Ramos. Knappes Ding. Laudrup trifft. Zinedine Zidane. Trifft. Ronaldinho. Luka Modric. Trifft. Iniesta. Schieß! Yes. Damit gewinnt All-Time Real Madrid die allererste Challenge im Elfmeterschießen. Und es steht jetzt gerade 1:0 für Real Madrid All-Time gegen Barcelona All-Time. Gehen wir gleich in die nächste Challenge. Die Saison ist vorbei und bevor wir jetzt so richtig auf alle Titel gucken, hier nochmal ganz kurz die Erklärung. Für die Champions League gibt es 5 Punkte, für den Gewinn der La Liga gibt es 4 Punkte, für die Copa de España gibt es 3 Punkte und für die Supercopa gibt es 2 Punkte, so wie jeweils einen Punkt für den Ballon d'Or und einen Punkt für den Torschützenkönig. Und fangen wir also an bei der Supercopa. Hier kriegt der FC Barcelona gleich 2 Punkte geschenkt, denn sie gewinnen ganz, ganz knapp gegen Real Madrid im El Clasico im Finale mit 3:2. Das bedeutet also, es steht 2:0 innerhalb dieser Challenge für Barcelona All-Time gegen Real Madrid All-Time. Bei der Copa de España gewinnt Real Madrid gegen den FC Valencia im Finale mit 3:2. Das heißt also für die aktuelle Gesamtstatistik innerhalb dieser Challenge 3:2 für Real Madrid All-Time. Und das Barcelona All-Time-Team ist hier im Achtelfinale gegen Eibar im Elfmeterschießen mit 5:4 rausgeflogen. In der La Liga ist auf jeden Fall keines der beiden Teams unter Platz 7. Das bedeutet also, hier könnte die Meisterschaft zwischen diesen beiden Teams entschieden worden sein. Gehen wir also nach oben. Platz 6, Real Sociedad. Platz 5, Atletico Madrid. 4, FC Sevilla. 3, der FC Valencia. Und damit, eines dieser beiden Teams hat definitiv die La Liga gewonnen. Auf Platz 2 ist Real Madrid mit 93 Punkten und auf Platz 1 steht der FC Barcelona mit 94 Punkten. Wie knapp war das denn bitte? Damit gehen 4 Punkte an den FC Barcelona und es steht jetzt auf einmal 6:3 für Barcelona All-Time-Team. Bei den Torjägern, ja, da gibt es einen weiteren Punkt für den FC Barcelona, denn hier wurde Stoikov mit 31 Toren in 37 Partien der Torschützenkönig, den Ballon d'Or gewann Ronaldinho und damit einen weiteren Punkt für das All-Time-Team vom FC Barcelona. Das heißt, für die kurze Zwischenstatistik, es steht 8:3 für Barcelona All-Time gegen Real Madrid All-Time und nun könnte es aber noch dazu kommen, dass Real Madrid vielleicht den Ausgleich schafft, denn es geht ja noch um die Champions League.
Und wer die Champions League gewinnt, kriegt 5 Punkte obendrauf. Und hier hat gewonnen der FC Barcelona, gewinnt im Finale gegen Manchester City mit 2:1. Und das bedeutet innerhalb dieser Challenge, dass der FC Barcelona einfach mal 13 Punkte ergattern konnte und Real Madrid All-Time mit 3 Punkten, ja, mehr oder weniger bei dem Ergebnis auf jeden Fall definitiv knallhart nach Hause geschickt worden ist. Aber wann ist Real Madrid hier rausgeflogen? Im Halbfinale, im El Clasico gegen Barcelona All-Time gab es eine insgesamt 3:2 Niederlage. Damit geht die Challenge 2 also an Barcelona All-Time. Das bedeutet für die Gesamtstatistik, es steht 1:1. Und damit kannst du dich auf jeden Fall schon mal auf 2 weitere Challenges freuen. Und die nächste Challenge, sollte dir ja wohl klar sein, ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein direktes Duell. Und danach kommt das Challenge-Glücksrad zum Einsatz und wird uns natürlich aufzeigen, welches die 4. und vielleicht sogar die letzte Challenge sein wird. Schauen wir also ins direkte Duell. Zidane, Zidane auf Raul, der runter auf Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Weil der hält den Ball. Oh, Zinedine Zidane sogar noch als Trainer. Er macht hier anscheinend beides. Auf dem Platz stehen und sogar noch die Mannschaft trainieren. Mann, Mann. Modric leitet den Angriff ein über Figo, der runter auf Raul. Und Raul geht jetzt einfach mal straight auf den Strafraum zu. Wird nicht richtig angegriffen. Ronaldo, CR9, wollte ich gerade sagen. Knappes Ding von R9. Ganz, ganz knapp. Über den Kasten, neben den Kasten. Ronaldo auf Ronaldo und Ronaldo spielt auf Raul. Raul jetzt völlig blank auf den Strafraum zulaufen und knallt das Ding nicht rein. Der auf Messi. Messi zurück auf Xavi, auf Messi. Messi auf Kluivert. Und was ein Tiki-Taka, aber irgendwie kommen sie nicht durch. Stefano jetzt auf links außen, der versucht natürlich ein bisschen durchzugehen. Oh, Puyol schnappt sich die Pille, passt den Ball zurück auf Guardiola. Was macht denn Cristiano Ronaldo? Der grätscht ihn weg, was? Okay, und jetzt kommt der Schiedsrichter und gibt dir eine rote Karte? Alter, wofür das denn? Also ist ja jetzt wohl gerade, also es macht mir ja richtig sprachlos. Jetzt fehlt hier CR7 im Top-Game, im Spiel. Ah, wegen so einer Grätsche oder was? Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich nicht. Ronaldo auf Stefano, der auf Raul. Raul passt. Runter auf Stefano, der zieht ab und Tor! Go, 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 go! Durch Stefano nach einem wunderbaren Kombinationsspiel könnte man sagen. Raul super mitgedacht, den Pass nochmal runtergesetzt. Und weil der ist anscheinend ohne Chance im Kasten. Di Stefano hämmert das Ding hier Richtung Keeper. Hätte man halten können, aber weil der dachte sich wohl so, nö. Jetzt nicht. Ronaldo passt auf Figo. Figo steckt den Ball durch auf Zidane, der zurück auf Stefano. Stefano läuft ein bisschen weiter vor, kann den Ball noch ins Tor versenken. Go, 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 go. 2:0. Doppelpack. Stefano, alter Verwalter, die Legende von den 50ern, 60ern, haut hier wirklich einen Ball nach den anderen ins Tor. Von Barcelona All-Time und Valdés sieht da mal wieder richtig schlecht aus. Oh, Wechsel. Lautrup geht, Rivaldo kommt. Oh, dieser gute Rivaldo, Mann, warte, das war auch ein Spieler für sich. Der läuft nochmal ein Stück weg vom Strafraum Xavi auf Messi und Messi knallt das Ding zum 2:1 rein. Go, 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 go. Anschlusstreffer durch Lionel Messi. Für viele der Gott himself trifft hier. Zum Anschluss, nachdem der Angriff ja mehr oder weniger schon so ein bisschen abgeblasen war, aber Ronaldinho hat das Ganze nochmal ein bisschen in Bewegung gebracht und am Ende steht Messi goldrichtig, eine zacke 360-Grad-Drehung und bumm, ist der Ball im Kasten. Und na, oh, Ronaldo geht da alleine Richtung Strafraum des Barcelona-Teams und Ronaldo zimmelt das Ding rein. Go, 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 go. R9, Ronaldo. Schießt hier die 3:1 Führung in der 77. Minute, weil er einfach nicht attackiert wird. Läuft gefühlt von der Mittellinie komplett durch, ohne angegriffen zu werden. Und netzt hier zum 3:1 ein. Jetzt mit einem schönen Pass auf Ronaldinho. Linke Flanke komplett blank. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Ding in die Mitte zu setzen. Passt doch. Passt hoch auf Kluivert, der auf Rivaldo und der trifft zum Anschlusstreffer. Go, 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 go. Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte gerade, nachdem Ronaldinho die Flanke nicht durchsetzen konnte,
passt er den Ball aber wunderbar auf Kluivert und der auf Rivaldo, der zum Glück nicht im Abseits steht. Und der haut das Ding zum 3:2 rein. Also war seine Einwechslung nicht verkehrt, aber genau nach diesem Tor gab es den Abpfiff vom Schiedsrichter. Und Real Madrid gewinnt die dritte Challenge mit 3:2, weil sie einfach effektiver gewesen sind. Könnte man auf jeden Fall so ausdrücken. Und für die Gesamtstatistik heißt das jetzt 2 Punkte bei Real Madrid All-Time gegen 1 Punkt bei Barcelona All-Time. Das bedeutet für dich jetzt also, es kommt das Challenge-Glücksrad zum Einsatz. Und das wird uns jetzt aufzeigen, welche Challenge die vierte und hoffentlich letzte Challenge ist. Ka-ching! Volta Football, Überraschungsball als hoffentlich letzte Challenge. Schauen wir rauf! Real Madrid All-Time Team! Gegen Barcelona All-Time Team. Alter Verwalter. Figo am Ball, der spielt auf Ronaldo, der auf Figo. Figo spielt auf Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, schöne Ding und. Spielt auf Ronaldinho, Ronaldinho. Runter auf Cruyff, Cruyff auf Messi, Messi, Messi. Oh, Casillas hält stark. Zinedine Zidane spielt vorne auf Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oh. Ronaldinho auf Messi, Messi auf Cruyff, der auf Messi, der auf Cruyff, Cruyff. Ronaldo links außen, völlig frei, wird nicht angegriffen. Der passt zurück auf Zidane, der auf Ronaldo, Ronaldo auf Zidane, der auf Ronaldo und... Ronaldo und auf Ronaldo und Tor! Endlich fällt hier mal ein Tor, was zum 2:0 für das All-Time-Team von Real Madrid führt. Ronaldo im Schuss Nummer Uno nicht geklappt, dann der Pass schön nach oben zum anderen Ronaldo und dann war das Ding endlich drinne. Der Gegenkonter, Ronaldinho läuft jetzt fast alleine aufs Tor. Warum läuft er nicht alleine aufs Tor? Fast Tor und Messi! Ka-ching! Der Ausgleich 2:2. Nachdem Ronaldinho den Ball schön auf Messi gepasst hat und dem mit sehr viel Glück, dass Casillas dann den Ticken schneller ist, ins Tor trifft, Ausgleich 2:2. Ronaldinho und Casillas hält. Cruyff, Cruyff alleine vor. Oh, 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 was war das denn gerade bitte? Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Cruyff passt den Ball auf Schuster, der Ball geht nicht rein und Ronaldinho mitten im Volley-Schuss direkt in den Kasten. Alter Verwalter. Und damit ist die Challenge aus und vorbei. Challenge 4 gewinnt also der FC Barcelona im Volta Football Überraschungsball. Knappig mit 3:2 für die Gesamtstatistik bedeutet das. Barcelona All-Time 2 Punkte, Real Madrid All-Time 2 Punkte. Und wir müssen in eine entscheidende Challenge gehen. Und das Challenge-Glücksrad wird uns jetzt aufzeigen, welche Challenge das sein wird. Ka-ching! Die allerletzte Challenge wurde also ausgelost. Es geht nochmal in ein Elfmeterschießen, aber diesmal schießen die schwächsten Schützen zuerst. Und jetzt entscheidet sich, wer dieses Teamduell gewinnt. Und damit Valdez fängt an und trifft. Angel. Angel verwandelt. Valdez, was war da los? De La Cruz trifft. Salgado. Salgado trifft. Garcia trifft. Gamacho trifft. Migueli, Migueli trifft. Agüero wird gehalten. What? Munezia trifft. Und damit der Sieg für Barcelona All-Time in der letzten Challenge. Das bedeutet also fürs Gesamtergebnis 3 für Barcelona All-Time, 2 für Real Madrid All-Time. Barcelona All-Time hat hier also insgesamt dieses Teamduell gerockt. Welches Teamduell willst du als nächstes sehen? Brasilien gegen Argentinien oder aber Manchester United All-Time gegen Manchester City All-Time? Schreib mir dein Video Wunsch jetzt unten in die Kommentare. Und wenn du ein bisschen Spaß mit dem Video hattest, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, teile das Video mit all deinen Freunden und bis zum nächsten Video schaust du dir dieses Video hier nochmal an, denn hier war das Teamduell auch mega gut.